Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem ganz besonders neuen Video heute hier auf meinem Kanal. Es ist wieder unglaublich viel passiert in den letzten Wochen. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich habe es eigentlich nicht gehofft, aber hey. Deswegen ist wieder Zeit für ein neues Bake and Talk, nachdem das letzte so gut bei euch angekommen ist. Hätte ich gar nicht gedacht, aber ich backe gerne und ich rede gerne und deswegen ist dieses Format einfach nur perfekt. Lustigerweise hatte beim letzten Mal meine Oma am nächsten Tag Geburtstag, dieses Mal hat mein Opa am nächsten Tag Geburtstag und ich werde einen Schoko-Walnuss-Birne-Kuchen backen. Einen veganen. Ach, Scheibenkleister. Scheiße. Meine Waage ist leer. Scheiße. Okay, Leute, ich habe mich jetzt für die Oldschool-Variante entschieden. Ich werde einfach alles in Millilitern abmessen. Dann habe ich wenigstens das gleiche. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich mach das jetzt einfach so. Gut. Ja, es ist wieder sehr viel passiert. Und zwar habe ich ja in dem letzten Bake & Talk erzählt, dass ich umziehen werde. Ja. Diese Pläne wurden jetzt durchkreuzt. Aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist aber unter anderem, dass leider meine Privatsphäre von Zuschauern nicht respektiert wurde. Ja, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, nicht die Erdgeschosswohnung mit Garten, der offen ist und für jeden zugänglich ist, zu nehmen, sondern es zu canceln. Und ich habe jetzt auf die Schnelle auch keine neue Wohnung gefunden, weil ich in der nächsten Zeit so viel zu tun habe und so viel unterwegs bin, dass ich nicht umziehen werde. Es ging halt nur dieses Datum. Kurz konzentrieren. Ich will hier auch gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger mit euch reden oder so. Ich will einfach nur, und ich weiß, dass es vielleicht 0,5% der Zuschauer überhaupt daran denken, jemanden irgendwie im privaten Bereich, das heißt zu Hause in meiner Wohnung, irgendwie zu belästigen. Und ich freue mich immer wahnsinnig darüber, wenn ich euch kennenlernen kann. Also sowohl auf Veranstaltungen als auch wenn ich in der Stadt bin, wenn ich überall bin, was öffentlich ist einfach. Also Stadt, Shoppen, keine Ahnung was, alles Mögliche. Aber ich finde es halt echt uncool, wenn man in seinem privaten Bereich nicht mehr privat sein kann. Und das, ja, da hört es dann irgendwie für mich auf. Also es wäre halt echt cool, wenn man das so respektieren würde. Ich finde, das sollte schon drin sein, oder Leute? Jetzt geht's erstmal weiter. Concentration. Also habe ich mich eben dazu entschieden, in dieser Wohnung wohnen zu bleiben. Und abgesehen davon musste ich einfach so viele Entscheidungen treffen in den letzten Wochen. Projekte. Was für Projekte macht man? Es steht wirklich ein Riesenprojekt an. Da kann ich jetzt natürlich, ich bin, das ist ja so ein YouTuber-Ding, ne? Kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen, aber ich werde es euch auf jeden Fall früh genug erzählen. Ich habe keinen Bock, da so ein Riesengeheimnis draus zu machen. Da müssen Entscheidungen getroffen werden. Dann muss ich hier Entscheidungen treffen. Dann habe ich Verantwortung für meine Tiere. Und dann ist man irgendwie nur noch unterwegs und gar nicht mehr zu Hause. Und irgendwie ist mir das alles über den Kopf gestiegen. Und dann habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, ich möchte einfach nur in deinen Arm. Bruder. Und das, wo ich jetzt wirklich mal geschafft habe, mir wirklich 4 Tage lang frei zu nehmen, komplett frei, war Tomorrowland. Ich war ja auf dem Festival. Ultra geil. Ultra geil. Sowas habe ich noch nie erlebt. Aber es war halt die ganze Zeit Party und körperlich einfach so anstrengend. Mir tat alles weh danach. Wirklich. Und ich bin nach Hause gekommen, 4 Uhr nachts. Und mein Kopf hat so gedröhnt, weil der Bass noch so in meinem Kopf war, die ganze Zeit so. Und ich dachte so, scheiße, ich muss direkt wieder Musik anmachen. Ich halte das nicht aus. Eine frische Arsch. Ein Teelöffel. Ich habe hier nur einen Esslöffel. Ich stehe jetzt nicht nochmal auf, um einen Teelöffel zu holen. Also Entschuldigung. Oh nein, ich brauche gerade eine Schere. Scheiße, Kacke, Kacke. Aber ich fliege nächste Woche nach Zypern, meinen Papi besuchen. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen Erholung kriegen kann. Das wäre schön und dringend notwendig, liebe Leute. Weil es war bei mir wirklich schon so weit, dass ich wirklich... Du hast mir was erzählt und ich habe es nach 5 Sekunden wieder vergessen. Ich konnte nichts behalten. Ich habe alles vergessen. Ich habe nichts mehr unter Kontrolle gehabt. Ich habe meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ich war fix und fertig. Wirklich, ich war komplett fertig, komplett ausgelutscht. Wirklich. Also ganz furchtbar. Irgendwann muss man einfach mal Dinge hinten anstellen und an sich selber denken. Weil der Körper zeigt dir dann, indem er krank wird, erhöhte Temperatur, keine Ahnung, alles Mögliche.
dass du einfach am Limit bist. Und dann sollte man das auch beherzigen, dass der Körper einem das zeigt und dankbar dafür sein, dass der Körper einem das gezeigt hat und das Beste draus machen und ihn nicht noch weiter quälen. Es standen halt einfach noch andere viele Dinge an und dann kommt halt einfach noch hinzu, heute ist wirklich ein furchtbarer Tag. Also wirklich ein furchtbarer Tag, weil ich war mit meiner kleinen Molly beim Tierarzt, weil die hat ja, sie hat ja einen Dackel in sich drin und die haben ja diese X-Beine. Also ich vermute, dass ein Dackel drin ist. Ich meine, jedenfalls hat Molly irgendwann angefangen zu humpeln. Also sie belastet es nicht richtig vorne, das Bein. Und das ist irgendwie mehr abgeknickt geworden. Also das heißt, sie hat halt diese X-Beine, aber das eine Bein ist richtig, richtig verkrüppelt geworden. Irgendwie richtig strange. Und da dachte ich mir, ach du Scheiße, das ist wirklich in den letzten 2 Wochen so ungefähr passiert. Und jetzt ist seit neuestem halt die Pfote so abgeknickt, dass ich so Panik bekommen habe, zum Arzt gegangen bin. Und tatsächlich, wir konnten jetzt noch kein Röntgenbild machen, aber es fühlt sich auch warm an. Das heißt, es scheint eine Entzündung drin zu sein im Gelenk. Aber es sieht ganz danach aus, dass, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Elle oder Speiche wächst länger als der Gegenspieler quasi. Und damit wird das Bein irgendwie, hat sich komplett schief verwachsen. Aber wie gesagt, das muss jetzt in den letzten Wochen passiert sein. Das war vorher nicht, ich achte so sehr auf die und ich fühle mich so schlecht jetzt, ne? Es tut mir so leid und es kann dann möglicherweise sein, dass sie operiert werden muss und dann muss man ihr Bein, wie die das erzählt hat, ne? Und jetzt habe ich auch noch ein Messer in der Hand. Man muss das Bein durchschneiden und eine Platte einsetzen. Und sie hat das erzählt und ich gucke Molly an. Molly war, das war so furchtbar einfach. Mir ist den ganzen Tag einfach nur schlecht und ich habe Bauchschmerzen, weil es mir so leid tut. Also Molly ist halt so ein Hund, die zeigt nicht, wenn sie Schmerzen hat. Und das tut mir einfach so im Herzen weh. Ich kann das einfach überhaupt nicht ertragen. Ich werde den Teufel nicht an die Wand malen. Und erstmal vom Besten ausgehen und erstmal das Röntgen abwarten, weil die Ärztin meinte auch, dass es auch Dackel gibt, die ihr Leben lang mit diesem krummen Bein leben können und dann einfach ab und zu Entzündungsschübe haben. Da ist man, wird man das lieber, sollen die lieber mein Bein durchschneiden und eine Platte dazwischen setzen, aber nicht von Molly. Ja, und dann, wie gesagt, standen halt einfach generell viele Entscheidungen für mich persönlich, für mein Privatleben an, die ich treffen musste in den letzten Wochen, wirklich jeden Tag irgendwas. Jetzt ist es so, dass ich mich nicht mehr entscheiden kann, welche Farbe der Blume ich gerne hätte. Hätte ich gerne pinke Blumen oder orangene Blumen oder grüne? Also es gibt ja grün, grün-grau, grün-Zeugs, aber eigentlich sollte ich das erst vermischen und dann die Lüste unterheben. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Bierensaft rein. Vielleicht entfaltet sich das Aroma besser. Ich glaube, das wird lecker. Ich glaube nur, dass ich die Birnenstücke ein bisschen zu groß gemacht habe, aber egal. Jetzt sind sie drin. Sojamilch unterrühren. Aber ich habe keine Sojamilch genommen, sondern Hafermilch. Ich vertrage Soja nicht so gut. Und ich finde Hafermilch, abgesehen davon, auch einfach leckerer. Leckerer. Aber nur 100 Milliliter? Sicher? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob es euch genauso geht, dass ihr manchmal einfach denkt, dass euch das alles über den Kopf wächst und dass ihr dann denkt, ihr würdet das alles nicht auf die Reihe kriegen, obwohl es völlig unbegründet ist. Aber ich glaube, das haben wir jetzt einfach in ihrer Erdbeerphase. Da denke ich immer, das ist immer so. Warum sind die Hormone so? Warum machen die, lassen die mich immer mich selber schlecht fühlen und mich selbst in Frage stellen und werfen so große Selbstzweifel auf, dass ich das alles nicht kann, dass ich alles nicht gebacken kriege. Meine Mama hat vorhin einen ganz tollen Spruch zu mir gesagt, weil ich echt am Verzweifeln war, weil ich so Panik bekommen habe wegen Molly, mir das so im Herzen wehgetan hat. Und ich einfach komplett verzweifelt und überfordert war mit meinem Leben, weil einfach zu viele Entscheidungen zu kurzer Zeit und einfach in diesem Jahr so viele unerwartete Dinge passiert sind, die mich wirklich auf die Probe gestellt haben. Und ich war wirklich gerade, ich war wirklich am Boden zerstört und wusste einfach nicht mehr weiter. Und sie hat gesagt, das Leben besteht aus ganz vielen Farben. Und sogar eine einzige Farbe besteht aus ganz vielen Farben. Die dunkelste Farbe hat helle Farben drin und die hellste Farbe hat dunkle Farben drin. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, Mama, das musst du aufschreiben. Das ist so toll. Hab sie einfach verdammt nochmal recht. Mamas haben immer recht. Mamas sind einfach toll. Ich habe ganz vergessen, dass da ja noch Öl reinkommt und jetzt habe ich da zu viel Milch reingemacht. Scheiße. Scheibenkleister. Wisst ihr was, Leute?
es ist völlig normal, dass man sich in Frage stellt. Und es ist auch gut, dass man sich manchmal in Frage stellt, weil man einfach überprüft, ob man noch richtig ist auf seinem Weg und ob man wirklich das macht, was man machen möchte, ob man seinen Herzensweg gerade geht. Ich bin immer offen und ehrlich zu euch, einfach weil ich möchte, dass ihr wisst, dass auch andere Menschen, und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt YouTuberin bin, die Follower hat oder so, sondern ganz normale Menschen, jeder andere, dein Nachbar, hat auch manchmal solche Krisen und Menschen, wo du denkst, dieser Mensch ist einfach nur perfekt. Das gibt es nicht. Also, oder je nachdem, wie man perfekt definiert. Ich finde perfekt eigentlich, wenn man zu einem perfekten Menschen gehört, das Unperfekte dazu. Dass man einfach mal Krisen hat, dass man einfach mal am Heulen ist, dass man am Verzweifeln ist, dass man schreit und dass man die zulässt und dass sie zu einem gehören. Und deswegen mache ich diese Videos. Und ich hoffe, ich sehe an eurer Reaktion, dass das so wichtig ist, dass man das mitteilt. Und ich finde, das sollte auch für euch ein Zeichen sein, dass ihr euch nicht verstecken müsst, wenn ihr solche Gefühle habt, weil ihr auch anderen Menschen damit helfen könnt. Wenn die eine Krise haben, dann zeigt denen, dass ihr auch gerade eine Krise habt. Und dann habt ihr zusammen eine Krise und dann ist die Krise schon nur halb so schlimm. So, in eine Springform füllen. Ich würde die aber viel lieber in meine Kastenform füllen, weil ich habe die noch nie benutzt. Wenn da steht Springform, dann muss ich wahrscheinlich eine Springform nehmen, oder? Interessanter Geschmack. Ich werde den jetzt in den Ofen packen. 35 Minuten. Dann sehen wir uns wieder. Der Kuchen ist fertig und ich habe gerade Mama zu Besuch. Die ist gerade hier nebenan im Zimmer. Und wir haben hier schon ein Eckchen rausgeschnitten und der Kuchen ist so lecker. Ich werde euch auf jeden Fall das Rezept in die Videobeschreibung schreiben. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Der ist wirklich richtig schön saftig und geil. Ich hoffe, dass ihr aus dem Video ein bisschen was mitnehmen konntet und euch auf dem Laufenden halten konntet, was bei mir gerade so abgeht. Und bei mir läuft es auch nicht immer rund. Und es hilft manchmal einfach, die Dinge auszusprechen und ein bisschen rumzujammern und ein bisschen zu erzählen. Dann fühlt man sich schon viel leichter. Und dann kann man Schokokuchen in sich reinstopfen und dann fühlt man sich ganz, ganz schmetterlingsleicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder mich abonnieren. Und ihr könnt mein letztes Back und Talk angucken, das verlinke ich euch hier. Und ein Video von OMG Sketch Comedy. Das ist eine Sketch Comedy Serie, in der ich nämlich mitspiele. Sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall das Video angucken. Und dann würde ich sagen, habt ihr jetzt genug zum Anschauen, genug Material. Wir sehen uns im nächsten Video. Okay, bis dann. Ciao. Und schön, dass es euch gibt. Und ich esse jetzt die ganzen Kuchen alleine.